wichtig sind. Die müssen zurück dahin, wo sie herkommen, nicht weil die AfD das sagt, sondern weil das deutsche Gericht, die deutsche Behörden so entschieden haben. Ja, kommen wir mal zu den vorrangig auch staatsfinanzierten Medien allgemein. Die Medien framen ja die breite Masse in eine ganz bestimmte Richtung. Wenn wir jetzt bei diesem Geheimtreffen und diesem angeblichen Geheimplan bleiben, dann haben die Medien aus Abschiebung, wie Sie sie auch gerade erklärt haben, einfach mal Deportationen gemacht. Außerdem wurde der Ort des Treffens, das war in Potsdam, eben aufgegriffen und da wurde eine Nähe zum Haus der Wannsee-Konferenz hergestellt, damit eben auch hier wieder dieser typische Vergleich zum Nationalsozialismus gestellt werden kann. Ja, Ihre Fraktionskollegin Beatrix von Storch hat dazu auch einen Tweet abgesetzt, in dem sie eben genau dieses Framing aufgezeigt hat, dass das von beiden Seiten geht. Das ist fast schon lächerlich. Aber für wie gefährlich halten Sie denn das Framing der Medien? Naja, das ist ja so, ich habe ja vorhin angesprochen, das ist eine Inszenierung, die da stattfand. Dieses Treffen hat ja im November, Mitte, in der zweiten Novemberhälfte etwa stattgefunden und war offenbar so extrem wichtig, dass man wochenlang erst mal gar nichts dazu gemacht hat. Jetzt hatte Haldenwang sich wohl auch verplappert bei einem Gespräch mit ihm gewogenen Journalisten. Das habe ich gestern im Netz gesehen, ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber Haldenwang hatte sich wohl verplappert, also unser Inlandsgeheimdienstchef, dass das alles schon vorher bekannt war. Also bevor dieses Treffen überhaupt stattgefunden hat, war es dem Verfassungsschutz bekannt. Und wenn man dann weiß, dass das Bundeskanzleramt für den Verfassungsschutz zuständig ist und auch weiß, dass das Bundeskanzleramt diese linksextremistische Vereinigung korrektiv finanziert, dann weiß man, wie kurz da die Wege sind. Was diesen Kampf gegen rechts angeht, das ist ja typisch für linke totalitäre Staaten. Googeln Sie einfach mal, was in China beispielsweise los war, Mitte, Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Da ist auch eine Aktionen gegen rechts gefahren worden. Da sind Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Die wurden eingesperrt, die wurden ermordet. Wir haben Aktionen gegen rechts in der DDR. Die Faschisten, die Konterrevolutionäre, die kamen angeblich immer von rechts. Also das ist ein linkes, wie man so schön sagt, Framing, was seit Jahren betrieben wird, dass rechts was völlig Inakzeptables in Deutschland wäre. Dabei ist der Begriff rechts ja positiv besetzt. Mit Recht haben, Rechtsstaat, Rechtsanwalt, Rechts vor Links. Das sind also alles Begriffe, die eigentlich positiv sind, aber es wird versucht zu verteufeln. Und jetzt im Rahmen dieser hysterischen Empörungswelle, die dadurch hervorgerufen wurde, durch diese auch gesteuerten und staatsfinanzierten Demonstrationen, wird jetzt die Keule rausgeholt. Und da ist alles rechts, was nicht auf Regierungskurs ist. Und dann lässt sich die CDU, die CSU, die lassen sich da auch vor den Karren spannen. Die sind ja die Nächsten. Also wenn man uns vernichtet hat, sind sie die Nächsten, die dran sind. Das ist also ein Prozess, der seit vielen, vielen Jahren läuft und der jetzt vorläufig seinen Höhepunkt erreicht hat. Aber ich prophezei mal, der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Wir haben in diesem Jahr die Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, wo die